Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ich kann mit einer gewissen Genugtuung festhalten, dass ich meine Rede, die ich zu dem Jugendmedienstaatsvertrag im Dezember 2010 hier gehalten habe, inhaltlich nicht korrigieren muss. Die CDU-Fraktion war damals schon der Meinung, dass der damals vorliegende Entwurf nicht geeignet ist, in der Form eines Rundfunkänderungsstaatsvertrages die Kriterien an einen Jugendmedienschutz zu erfüllen. Und ich freue mich, dass wir heute doch einen weitestgehenden Konsens im Haus haben und kann mich insbesondere auch den Ausführungen des Kollegen Zimmermann an dieser Stelle nur anschließen. Ich finde das auch gut, dass der regierende Bürgermeister hier eben auch noch mal deutlich gemacht hat, welche Themen wir eigentlich aufrufen müssen, wenn wir über den Jugendmedienschutz, gerade auch im Bereich des Internets und der Nutzung neuer Medien, reden. Und ich kann ausdrücklich den regierenden Bürgermeister auch nur ermuntern und unterstützen, hier diese Diskussion auch aktiv mitzugestalten und sich hier auch einzumischen. Ich glaube, da besteht in diesem Hause auch Konsens. Und wir haben auch damals schon gesagt, als CDU-Fraktion, und das ist ja hier eben auch angesprochen worden, dass es in der Tat fraglich ist, ob man mit Mitteln des Rundfunkrechts in dieser Weise Internet gestalten kann, von Uhrzeitbegrenzung für das Einstellen oder Zugänglichmachen bestimmter Inhalten oder andere Fragen. Das haben wir schon damals für unsinnig gehalten, weil irgendwo auf der Welt ist halt immer 22 Uhr. Wenn wer das Internet richtig verstanden hat, der wird verstehen, dass man damit wenig effektiv Jugendmedienschutz im Internet gestalten kann. Von daher müssen wir uns zunächst mal klar machen, was wollen wir im Internet weiter möglich machen, welche Rolle hat das Internet auch für uns hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und dann muss man gucken, welche Regeln kann man dann sinnvollerweise unter dem Aspekt des Jugendmedienschutzes in einen Rundfunkänderungsstaatsvertrag packen. Insofern finde ich es durchaus sportlich, wenn jetzt also die Ministerpräsidenten der Meinung sind, hier gibt es sinnvollen Regelungsspielraum, den sie jetzt mit einem neuen Anlauf unterlegen wollen. Ich bin da mal sehr gespannt, will aber durchaus sagen, dass meine Skepsis da nicht kleiner geworden ist bei der Frage, ob es da wirklich effektive und sinnvolle Ansätze gibt. Worüber wir uns doch aber einig sind, ist die Frage, dass der Jugendmedienschutz und dass die Medienkompetenz insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei, das gibt es ja auch immer noch, bei Einsteigern auch der älteren Generation durchaus gefördert und gestärkt werden muss. Ich habe nur die Zweifel, ob wir mit einem Medienstaatsvertrag dort wirklich das richtige Instrument in die Hand nehmen oder ob wir nicht auf anderen Politikfeldern, gerade auch im Bereich der Bildungspolitik, ein stärkeres Engagement an den Tag legen müssten, um wirklich eine Förderung der Medienkompetenz und einen effektiven Jugendmedienschutz zu erreichen. Ich glaube, dass wir mit einem Rundfunkänderungsstaatsvertrag, jedenfalls sollte er sich noch mal dieser Herausforderung stellen, wieder scheitern werden. Es gibt sicherlich Dinge, die man da sinnvollerweise regeln und neu justieren kann. Aber ich glaube, und das wäre dann auch die Bitte von unserer Fraktion an den regierenden Bürgermeister, wenn wir dieses Thema Jugendschutz im Internet aufgreifen, in eine politische Debatte auch zwischen den Bundesländern führen, dann auch den Blick darauf zu werfen, wo kann man auch außerhalb von Medienstaatsverträgen entsprechende Verbesserungen erreichen. Ich glaube, da haben wir bessere Möglichkeiten, am Ende auch Fortschritte zu erzielen. Und ansonsten will ich auch noch mal bestätigen, ich glaube, es steht auch diesem Berliner Abgeordnetenhaus gut an, sich hier auch weiter engagiert an dieser Debatte zu beteiligen. Wir waren damals in der letzten Wahlperiode mit unserer Anhörung im Medienausschuss jedenfalls auch ein Stück weit Wegbereiter, wo sich die Kritik, die berechtigte Kritik damals hier im Parlament artikulieren konnte. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass am Ende dieser alte Vertrag so nicht in Kraft getreten ist. Ich glaube, alle haben ja hier signalisiert, dass man aus der damaligen Diskussion die Lehren gezogen hat und im Interesse eines effektiven Jugendschutzes, gerade auch im Bereich des Internets, glaube ich, gibt es hier ein hohes Potenzial auch an Gemeinsamkeit. Und das sollten wir in den weiteren Diskussionen hier im Haus auch entsprechend miteinander austauschen. Herzlichen Dank.